Hallo, ihr Prismen, und willkommen zurück zu einer weiteren Folge New Super League U. Als erstes, beziehungsweise als nächstes, wenden wir uns Superstar Boulevard 5 Wanderbaustelle zu. Das klingt recht schlecht. Boah, Alter, what the fuck geht ab? Nein! I missed the Star Coin. Ich hätte jetzt auch ehrlich gesagt nicht gewusst, wie ich hier weitermachen soll. Das ist auf jeden Fall mal eine richtig, richtig geile Level-Idee. Also in der Form gab es das natürlich auch schon tausendmal, aber auf jeden Fall mal eine richtig, ich will jetzt auch nicht sagen originelle Idee, aber eine ziemlich coole. So. Lauf, 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 lauf. Gerade sagen, wie sind wir denn hier? Okay, hier geht's weiter. So, und ich habe den dritten Starcoin verpasst. Geil. Wo könnte der sich denn schon wieder befinden? Wahrscheinlich befindet er sich da, wo sich dieser Münzkreis gebildet hat. Irgendwie in der Nähe. Vielleicht habe ich den noch gerade einfach übersehen. Das soll es ja auch geben. So. Komm, sammeln wir alle 8. Ich überlege gerade, Schwindet die Baustelle erst, wenn ich sie verlasse, oder? Durch, ich sag mal, voreingestellte Codes hier irgendwie. Hab ich das Gefühl, dass da irgendwie der dritte Starcoin erscheinen müsste. Aber da ist keiner. Sehr merkwürdig auf jeden Fall. Ein Fall für Jonathan Frakes. X-Faktor, das ist unfassbar. War mal eine ganz coole Serie. So, und zu guter Letzt noch den hier. Vielleicht auch irgendwie nur, wenn man da alle Münzen einsammelt. Keine Ahnung, das würde ich so einem Buhu-Level ziemlich zutrauen. Hier irgendwie lange genug wartet. Verdammt, ich habe keine Ahnung. Ich schneide euch am Ende dieser Folge rein, wie ihr den dritten Starcoin für dieses Level findet. Aber wir kümmern uns, ja, genau, so. Und wir kümmern uns jetzt erstmal um die restlichen Level im Superstar Boulevard. Zum Beispiel Superstar Boulevard 6, brandheißer Hürdenlauf. Jawohl, das klingt ja total verlockend. So. Geil, ich bin nämlich gleich tot. Deswegen hatte ich da auch so richtig hart Bock drauf. So. Aber wie soll ich das denn schaffen? So. Schade. Ich denke, wenn ich da stehen geblieben wäre, hätte ich es überlebt. Auf jeden Fall auch mal wieder eine super coole Level-Idee. Vielleicht in der Praxis ein wenig... Boah, zu Stress führen kann. Wow! Ah, hier wieder stehen bleiben. Puh. Nein, schade. Fast hätte ich es überlebt. Ja, mit dem von oben habe ich jetzt auch nicht mehr gerechnet. Schade. Egal, wir versuchen es ein weiteres Mal. Snacken uns zuerst diesen Pilz. Und dann... Oh,
shit, das geht ja wieder super los hier. Machen wir weiter. Ja, Mann. Ich sehe schon, dieses Level wird die ganze Folge einnehmen. Hoffentlich nicht. So. Wieder den Pilz gehüllt. Und jetzt einfach mal ein bisschen... Ich wollte gerade fast sagen, mit Taktik rangehen, aber... Das geht auch gar nicht. Die... Du kannst doch da gar nicht in eins durchlaufen, oder? Die dafür... Ist doch der eine irgendwie viel zu früh eingestellt und der andere ein bisschen zu spät. Der muss dir doch den Weg abschneiden. Oh, Alter, das war gut. Unbeabsichtigt, aber gut. So. Und go. Ganz aufpassen hier. Nein, schade, Mann, ich wollte mich drüber hinwegdrehen. Drüber wegdrehen. Manu. Muss ich es nochmal spielen? Jetzt mal ehrlich, Alter. Hier, guck mal. An der Stelle sollen spätestens draufgehen, oder? So. Und gib Gas. Oh, ich vergesse jedes Mal den da oben. Mann. Letzter Versuch, wenn das nicht klappt, schneide ich. Vielleicht laufe ich jetzt hier einfach mal in eins durch. Guck so, was passiert. Ja, sowas in der Richtung. Oh, Junge. Na, das... Was? Nein. Alter. Und dann zum Scheiß sterbe ich dann. Nein, ey. Das kann doch nicht wahr sein. So, jetzt einfach mal schnell sein hier. So. Oh, geil. Ich habe den ersten Starcoin verpasst. Ist bestimmt Karma hier. Oh, Junge. Ich jetzt wieder hier sterbe, ne? Ja, gut, okay. Ich will da nicht sterben. Okay, hier scheint dann der dritte versteckt zu sein. Okay, ich habe den zweiten Starcoin, by the way, verpasst. Wenigstens weiß ich, wonach ich suche. Und ich muss es jetzt einfach nur gebacken bekommen, da zu springen. Und das Level schaffen, logischerweise. Aber das ist echt cool gemacht, dass man da gerade so in meinem letzten Moment noch so in eins durchlaufen kann. Das ist schon ziemlich cool. Okay, hier kommt dann noch kein besseres Item raus. So. Schön weiter jumpen hier. Okay, jetzt kommt gleich der Part, in dem es tatsächlich ein bisschen heißer wird. Einfach nur durchlaufen, Luigi. Die Berechnung der Entwickler macht den Rest. Krass, Alter, dass das geklappt hat, Junge. Wenn der Unbesiegbarkeitsstern wäre, das bestimmt voll easy. Bis zu einem gewissen Punkt auf jeden Fall, weil der kann nicht das ganze Level überleben. Na gut, dann erstmal runter zu Superstar Boulevard 7. Lakitu, wechsle dich. Oh nein, Lakitu, wechsle dich. Oh geil, super Lakitu. Der, auf den ich überhaupt gar keinen Bock habe. Fick dich. Dann ist es... Oh Mann, Alter. Es ist dann immer so, dass meistens hier oben irgendwie so ein paar Starcoins versteckt sind. Oh shit. Jawohl. Da hat der Prism doch mal was gemeistert.
Muss man natürlich wieder immer super gut gucken, dass man hier keinen Starcoin verpasst. Oh, nein! Schade. Schade, schade, Alter. Auf jeden Fall endlich mal ein Level, bei dem Lakito nicht die Überhand hat. Die Oberhand, sondern wir. Auch wieder eine super Idee. Also ich finde, Welt 9 rettet immer noch das Spiel so. Wenn jetzt irgendwer so richtig hart negativ da rangehen würde und sagen würde, so, ist doch sowieso immer das Gleiche. Finde ich, Welt 9 rettet immer so das Spiel. Ja, ist mir jetzt egal. Ich muss es einfach nur hierhin schaffen. Ja, geil, da traut er sich nie herzukommen, ey. Pussy! Komm her! Was ist los? Traut sich nicht. Wenn wir hier mal ein bisschen größer sind als er. Ist aber traurig. Das zeugt dir nicht von großem Spielegeist. So, hier den Fuzzies ausweichen und jetzt auch mit im Sauseschritt zum nächsten Checkpoint sozusagen. Oh, Junge, Junge. Einfach durch. Come on. Nein! Schade, Alter. Das... Boah, Digga, das wäre doch echt noch... Mist. Aber dafür wissen wir, worauf wir jetzt achten müssen. Also 1 und 2, finde ich, kriegt man relativ easy, die Starcoins. Bei 2 und 3 wird es dann schon anspruchsvoller. Bei 3 wird es dann schon anspruchsvoller. So. Ach, scheiße, ich werde jedes Mal klein an diesem blöden Fuzzies. So. Dieses Mal nicht Fuzzy. So, danke für die Wolke. Was mache ich? Boah, Junge. Jetzt muss ich natürlich wieder gut aufpassen. Oh, dieser hässliche Lakito, ne? Deswegen hasse ich diesen Typen. Deswegen hasse ich ihn so sehr. Mann, jedes Mal, Alter. Jedes Mal werde ich an diesen Fuzzies kleiner. Ach komm, das kann doch nicht wahr sein. Sollen wir uns den zweiten Starcoin hier? Mist. Einfach weiter. Jetzt muss ich gucken, dass ich ihn hier treffe. Was ist das für ein hässliches Mistvieh, Alter? Nein. Ach komm. Wenn es einen Gegner gibt, den ich bei Mario nicht leiden kann, ist das Lakito. Na? Könnte das jetzt mal was werden? Jawoll! Haben wir es doch einfach geschafft. Ja, da ist noch einer. Okay, man könnte auch den Mittelweg nehmen. Nein, 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 nein! Oh, nicht ernsthaft, Alter! Oh nein! Ich weiß jetzt gerade ehrlich gesagt nicht, ob ich mich noch gedreht habe, um den Flug zu verlängern oder nicht. Und wenn ich das nicht gemacht habe, war das die dümmste Aktion ever. Wenn doch, war es das größte Pech ever. Oh, Junge, Junge, Junge. Alter, das kann nicht wahr sein, ey. Kito, du hässliches Mistvieh. Die Entwickler den irgendwann nochmal rausnehmen? Mit Sicherheit nicht, oder? Der regt die Leute so schön auf. Wenn ich hier nochmal Mario Let's Playen sollte, ne? Alter Falter. Das jetzt hier war was, dankeschön. Ich hoffe, die Wolke überlebt jetzt hier bis zum Checkpoint. Ja, sieht gut aus. So. Und jetzt nochmal das hier.
So. Jetzt einfach nur Nakito von seiner Wolke schießen. Und den Scheiß hier überleben. So. Ah, okay, gut. Komm schon. Jawohl. Wenn ich das jetzt wieder nicht geschafft hätte, Alter, dann wäre hier aber mein Fuß durch den Bildschirm gerammt worden, Junge. Mit solcher Kraft, dass euer eigener Bildschirm davon kaputt gegangen wäre. Aber das war's dann für diese überlange Folge. Die letzten beiden Level gibt's dann leider in der nächsten Folge erst. Tut mir leid, dann mache ich vielleicht mal 3 Parts an einem Tag. Auf jeden Fall, wenn es euch gefallen hat, hat es euch gefallen. Haut raus, bis zum nächsten Mal und ciao.